Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute, am 17.11.2017, ist rausgekommen für den PC. Ihr seht hier meinen Account, mit dem ich schon ein bisschen gespielt habe. Ich verbringe die meiste Zeit eigentlich nur in GX. Und ja, bei der Originalserie habe ich nicht so wie nichts gemacht. Hier, das ist mein meistgespielter Charakter, glaube ich. Habe ich schon ein bisschen gespielt. Nein, nee, das ist mein meistgespielter, aber er interessiert mich nicht so. Ja, der Maul. Ich sage jetzt einen meiner Lieblingsdecks, die ich zurzeit habe. Nämlich habe ich Chess geht's los genannt. Das ist ein Pflanzendeck. Zweimal Marina, die Prinzessin der Sonnenblumen. Eine Talaya, Prinzessin der Kirschblüten. Zwei botanische Mädchen. Ich lese mir so erstmal die Namen deutsch. Rosenfreundin. Echo mystischer Geist des Waldes. Zwei Natur-Erdbeeren. Einen Flammensamen. Einmal wütentobende Pflanzen. Liegt daran, weil ich kein Glück habe mit der. Und sind just Box hier. Zweimal Weltenbaum. Zweimal Sturm der Wohlgerüche. Und dreimal pflanzliche Futterkette. Extra Deck nichts. Ich versuche auch die ganze Zeit ein Ojama-Deck irgendwie funktionsfähig zu machen. Ich hasse Ojamas, aber hey, hab's auch versucht, ne? Und ja, habe ich mit Jane F. Yugi, because he's absolutely flawless, ein Elementalen-Deck. Nicht besonders stark. Vor allem, weil ich einfach kein Glück habe. Dann habe ich ihn noch ein Neos-Deck, das auch komplett useless ist. Dann habe ich einfach nur auf Autodeck erstellen und ein bisschen verändert, sodass man auch ein bisschen mit Neos ein bisschen arbeiten kann. Und dann habe ich noch ein Kristallungeheuer-Deck, ja, was JY Beast Boy genannt habe. Anlehnung an TJ Beast Boy. Das Bindeglied, lol. Den Namen auf Deutsch von der Fähigkeit, eigentlich ganz nice. Und das ist auch eigentlich mein Zweitlieblings-Deck. Sonst habe ich keine wirklichen Decks, die ich sonderlich häufig spiele. Was man auch ein bisschen merkt. Da habe ich noch ein bisschen ein Gandora-Deck, was auch nicht besonders stark ist, was ihn sehr viel auf Verteidigung aufbaut. Und ja. Verteidigung ist beste Angriff, ne? Mit dem wir versucht, Gandora eben halt zu beschwören. Um dann eben halt den letzten bisschen aus den Gegner rauszubrühen. Wir werden, ich glaube, mit Jane F. Yuki ein bisschen Rank zocken. Ich spiele übrigens keinen Ranked. Aber ich finde Ranked übelst lame, weil man findet da so gut wie nur. Ja, ich spiele wenig Ranked. Aber so, ich verliere die meiste Zeit einfach, weil ich nicht richtig Karten ziehe oder ich einfach gegen Metadex spiele. So erfolgreich, yay, start. Okay. Gigi Gott. Ey, aus Deutschland. Yami gegen Jaden. Also, Yugi gegen Jaden. Oh, ich bin Zweiter. Geil. To duel Yugi? I must be dreaming. This is super sweet. It's time to duel. Duel. It's my turn. Und so, der hat einen 3 Fusionsmonster. Er hat volle Kartenanzahl, also 30. Ich habe noch keine Fusion auf der Hand. I'm counting on you. Wenn ich jetzt Barryman ziehe oder Bacintrix, habe ich einen relativ starken Anfangsmonster. Und Überraschungsballons. Fuck. Ach, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Der geht mir jetzt schon statt auf den Sack. Ach, der wirft jetzt mindestens seine Karte weg. Vielleicht sogar zwei. Alter, wenn ich jetzt Bubbleman ziehe, ich würde so ausflippen. Brauch schon letzte Karten. Verdammt.
So, ist jetzt eine Karte verdeckt. Danach beschwöre ich Avion. Angriffsmodus. Nein, es war kein Noob-Wähler. Man kann nur ihn bei der Helmbarriere nicht einsetzen, wenn bei den verdeckten Monster. Und ja, ist halt. Ey, seid den Maul. I activate a continuous spell. Exibel, ja, ein Krieger direkt, wie es aussieht. Oder? Was? Warum dunkler Magier? Also das lohnt sich jetzt wirklich gesagt gar nicht. Time to battle. Let's do this! I attack with a monster! I activate my trap card! Hero Barrier! In Japanisch geht, klingt alles so viel besser, aber. Bayonetta. In Japanisch klingt alles besser, aber. Zurzeit ist kein Japanisch da, unlucky. My turn is done. Oh yeah! It's my turn! I draw! Noch ein Hero Barrier. Jetzt, ich glaube, ich habe nur zwei Hero Barriers im Deck. Und ein bisschen unlucky. My turn's done. It's my turn. Naja, gucken, was er so macht. Ich nehme an, dass hier so ein Ferien-Kuriber, aber es komplett fein ist, wenn ich Tempel ziehe. Also Bubelmann. Ich brauche einen Bubelmann. Bubel. Oh, schade. Okay. Ja. Leute, dieses. Es wird ja immer stärker, je nachdem, wie viele Handkarten man hat. Let's battle. Wen kraft heißt es dann? Ich meine, ich greife mit denen an. Let's do this. Ja. Oh, Glück gehabt. I activate my track card. Hero Barrier! So, jetzt greift er am Blitz. Ja, ja. Blitzangreifer, ouch. Ich brauch, komm schon, gib mir Bubelmann, ich brauch Bubelmann. Komm schon. Okay, mit Sparkman habe ich die wenigsten Chancen, irgendeine Fusion zu ziehen. Deshalb setze ich den verdeckt und hoffe darauf, dass er mich mindestens mich nicht tötet, weil er noch ein weiteres Monster beschwört. Was denn super unlucky wäre, naja. Auf was, beide? Alright. I tribute summon a monster. Warum hat der ein blauäugiger weißer Drachen im Deck? Verdammt. Und der ist auch noch die hier. Oh, nein. Oh, shit. Dank dir habe ich keine Chance mehr zu gewinnen. Fuck it. Also selbst mit Best Challenge, wenn, selbst wenn ich jetzt Best Challenge ziehe, das meine ich damit komplett unlucky. Das einzige, was er jetzt machen kann, ist ein direkter Angriff. Oh, was soll ich machen, Alter? Unlucky. Ich meine, ich ziehe halt Bubelmann einen Zug zu spät. Es passiert mir aber so oft, dass irgendein Monster zu spät ist, ja. Na gut, dann greife ich vielleicht einmal direkt an. Ey, wir sind 1500 Damage. Wobei noch nicht mal. Fuck. Na, lucky. Der Hurensohn, nur 800 Damage. Let's battle!
Direkter Angriff. Oh, you're going down. My monster attacks you directly. Ja, ja, lucky. Schade. My turn's done. Here I go. My turn. Nun, ich musste zu früh meine beiden Hero Barriers benutzen. Weil ich hätte, glaube ich, im Early Game einen Hero Barrier erstmal stehen lassen sollen. Ja, es war ein bisschen. Ja, jetzt schwächte mein Monster noch mehr. Er wirft bestimmt beide Karten weg. Bei den anderen Monster noch 200 Lebenspunkte, Angriffspunkte. Und er one-shot mich mit Blue Eyes White Dragon. Ja, schaut einfach Monster. Das geht auch. Das ging so, nur verliere es halt ein bisschen an, okay. Weil der hat dem halt nichts anderes gemacht, außer Monster mit hohen Angriffspunkten benutzt. Ja, Lucky. Ah, ging so, das darf man eigentlich nicht verlieren, aber. Naja, ich hab die falsche Karte bekommen. Mal wieder. Deshalb spiele ich nicht so gerne bei Yu-Gi-Oh! Ranked. Weil es einfach zu viel auf Glück aufkommt. Meiner Meinung nach. Generell dürfen Kartenspiele kein Ranked haben, normalerweise. Und versuch ich ein anderes. Diesmal spiele ich ein anderes Deck. Yay. Rang 1. Nein, hat ein Maul. Das JY Beast Boy ist jetzt aktiv. Dann werde ich uns ein bisschen ficken. Ja, nicht, aber hey, man kann ja hoffen. Wenn man das überhaupt noch darf heutzutage. Hoffen. Oh, Schweden. Und das spielt auch Schweden, irgendwie. Because it's absolutely flawless. Und ich bin wieder Zweiter, geil. Das Leute immer 30 Karten haben. Alright. Duel. My turn. So, was machst du als erstes? 30 Karten sind halt keine gute Wahl. 30 Karten ist halt viel zu viel. Ich meine, klar hat man im echten Leben 40 als mindestens, aber hier hat man 20. Was zum Fick? Hier ist bestimmt ein Five-Headed Dragon drin oder so. Hier komme ich. Ich summon ein Monster in Attack, aber mein Turn ist done. Es ist mein Turn. Ich verstehe es nicht. Ich weiß, du hilfst mir aus. Ich summon ein Monster in Attack-Position. Lux ist ein Teil der Skill. Ohne Glück geht's nicht. Ja, stimmt. Und der hat 300 Damage gehalten. Ich bin mal zu. Warum ich Flammentiger gespannt habe? Das, wenn Flammentiger zerstört wird, kann ich ihn in einer Vorphase in der Spezial beschleunigt halt. Und der ist halt jetzt gefickt, weil er jetzt unsere Verteidigungsposition setzt. Kristall läuft Feuer, nice. Ich setze jetzt hinter einfach nur wütender Kampfochse und ich mache durchdringender Schaden. Oh mein Gott! Ich hab gewonnen! Nein, doch nicht! Scheiße! Ah, doch. Schade. Das war eine Reaktion. Er ist verloren. Ich werde die. Alter, wenn ich jetzt nichts Kristall umgehe. Rubin kaufen und geht's hier. Und Dunkelklinge. Ja. Interfern. I'm gonna keep on rolling. My turn.
Ich konnte ihn unter den ficken und ich mag den. Warum konnte ich den ficken? Ich mag den. Wie in deinem Vorfall, falls diese Karte in den Friedhof verfehlt und du keine Monster kontrollierst. Achso, keine Monster kontrollierst. Hier kommt einer meiner Favoriten. Ich summon ein Monster in Attack Position. Time to battle. This is game. My monster attacks you directly. Ich hatte einfach Glück in dieses Spiel. Dankeschön. Winning's never easy. I may have won, but you definitely got game. Get your game on. Can't wait to duel you again. Get your game on. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Nice. Yay, Level 2. Aber hey, wenigstens 50 Gems. Look at my precious Gems. Mall. At the Mall. Yay, Elias. Wo hol ich meine Belohnung ab? Oh, 230 Gems. Ich kann ja hier noch ein paar Gems bekommen. White vs. Shaka. Platin Game. Mal gucken, wer als erstes verliert. Beziehungsweise man sieht, wer wird eh schon gespoilert, wer gewinnt, aber. Ja, Seto gewinnt. Mal gucken, ob es ein Mainstream Deck ist. Es gibt, man sieht eben halt in diesem Spielmodus, also im Replay-Modus einfach fast immer nur dieselben Decks. Halt. Man braucht halt echt Glück, um unterschiedliche Decks zu haben. I bring in the boom! Stick. Ja, well, I stick. Kaiba! It's time I put your stinking mug in its place. Duel! It's my turn! Ah, Red Eye Stick. Was soll denn die Mone gestorben? I set a card. I end my turn. My turn. Draw. I set a card. I set a card. I end my turn. No one messes with Joey Wheeler. It's my turn. I draw. I end my turn. Get what? Ready. Was passiert ihr? Sicher als Platinus? I summon a monster in attack position. Weiß für sie mit nicht nach Platin an. Ist halt Bronze oder so. Zack, der wäre noch schon Bronze ist. Anarchie. Warte mal, Ist das nicht nur Pflanzen? Nee, ich kann generell. Cool. Ich dachte, das hätte echt coole Pflanzen. My monster's effect activates. Wait! I reveal my face down card. Oh, eine Karte. Ultimative Vorsehung. Wenn der Zauber oder Feind hat, muss man 15 sind. Wahaha! We'll now battle. Don't blink. My monster attacks. I activate my magical arm shield. Was hat den Kämpfer und der Muster von die Drache? I end my turn. Messes with Joey. I draw. I set a card. Das kann ich noch mehr sehen. Man kann ja später etwas sehen. Man kann ja später die Decks angucken, was ich für die gespielt habe. Oh, ist halt schon wieder ein Lucky Dusty und hat schon wieder ein Red Eye Stack da ist. Ah, ist halt. Wenn Red Eye Stacks gewinnen, fühlt sich das scheiße an. Und Beatdown natürlich. Beatdown ist hinter zu stark. Nutzt halt auch jeder. Genau, was Beatdown macht. Gut. That was nothing. Don't blink. My monster attacks. Gut. It ain't over till it's over. I activate enemy controller. Er opfert sein eigenes Monster, um zu gewinnen. Oh, ja. Er hat tatsächlich gemacht. Perfect. Auch played. Der Joe gefällt mir ein bisschen. Impossible. Impossible. I've completed another flawless turn. I'm not giving up, cause losing ain't in my dictionary. It's my turn. I draw. I set a card. Guess my turn's done.
My turn. Okay, wie hat er die ultimative Verteidigung besiegt? Der Käufer. Wieso greift er an? Er macht doch keinen durchstehenden Schaden. Er hat gerade riskiert, dass sein Monster irgendwas passiert. Nee, ich glaube, Joey muss einfach jetzt nur darauf hoffen, dass irgendwann seine Karte geht. Also nicht sein eigenes, sondern Kolbers. Er kann nicht zerstört werden. Was nicht sogar. Das war 1900 oder mehr. Hätte ihn einfach so la lassen sollen. Warum macht er das denn nicht? Warum hat er ihn jetzt in den Angriffsmodus gesetzt? Okay, Joey hat gerade das Spiel weggeworfen. Er hätte gewinnen können. Na gut, Kai war auch dumm. Warum benutzt er den Spell? Alter, hätte Joey den nur in Verteidigungsposition gelassen, ne? Der hätte gewonnen. Weil Kai war einfach nur dumm ist. Also diese. Also einer ist dummer als der andere. Also jetzt mal ganz im Ernst. Es ist halt GG. Kaiba hätte niemals Beatdown benutzen sollen müssen. Right. Jo, merkt man, dass es nur zweimal erlaubt ist. Er hatte Doppelkraft Donnertrache, Jula Paladin und Pleuge Ultimative Dörfer. Die er alle nicht hätte beschwören können. Lohnt sich. Kann ich da Kampf machen? Ich glaube, Joey hätte einfach nur auf Zeit spielen müssen. Dieser Idiot. Hätte Joey hier auf Zeit gespielt, dann hätte er gewonnen. Aber nur machen wir einen Kisten öffnen. Komisch schon. Um PC zu zocken. Ne, ich bin ja gerade seit einem Hype auf Waldmann. Woodsman. Ich versuche mir die ganzen Woodsman zu bekommen, damit mein Elementarheilwerk ein bisschen stärker wird. Beziehungsweise damit ich auch gute Elementarheilen habe. Weil ich krieg ihn nicht. Und nur dreimal. Und eine Super Rare. Oder vielleicht sogar eine Ultra Rare. Sprinkelmaus habe ich auch nicht. Cool. Ich will keine Ultra-Wares. Die einzigste Ultra-Ware, die ich haben will, besitze ich schon. Das war nämlich der Typ auf der Verpackung, nämlich hier. Terra-Firma. Dafür braucht man Woodsman. Und Ocean. Aber da ich keinen Woodsman habe. Geht es wohl schlecht? Kleine Monsterzone, cool. Irgendwelchen Deck ich jetzt spiele. Jazz it up. Komm, du Pisser. Ich meine, ich fertig. Ich nenne den Vagabund auch gerne Vagahu. Weil er cheatet ziemlich oft. Er hat immer die besten Karten. Also, es liegt nicht daran, dass er auch super schwer gestellt ist, also dass man nur super schwierig töten kann, beziehungsweise besiegen, man kann ihn niemand töten. Aber er hat ihm halt immer die perfekten Karten gegen einen, das ist halt lächerlich. Die perfekten Karten gegen einen. Scared?
my hand, I activate a spell. Okay, nun zerstöre ich meinen Rosenfreunden und hab die falsche Karte bekommen. Scheiße. Hätte ich wenigstens ein Monster bekommen, dann hätte ich die Chance auf noch ein Monster. Oh. You regret those moves. It's my eye draw. Sweet. My monster's effect activates. Okay, I'll play this. I special now go. I summon a monster here now. I have no time for jumps. Attack my monster. Finish him. My monster attacks you directly. Ich bin an meinem Zug. Ein relativ erfolgreicher Zug. So erfolgreich war er? The fuck? Merk ich nicht. Ich bin einfach in den Effekt davon. Und rüste halt mein botanisches Mädchen auf. Endlich über den Kampf, verdammt an. Verdammt direkt an. Oh mein Gott, ich hab tatsächlich einen Vagabund besiegt. Nice. Oh, hat er verloren. Schade, dass man einen Vagabund nicht speichern kann als Replay. Ein bisschen unlucky. Alter, 1900 Punkte. Sah nicht. Und man hält nur Müll. Halt. Wenn sie so zu sich und gegen ihn zu spielen, sind dann die Punkte. Für die Level-Ups. Also sonst sind relativ useless. Hervorragend duelliert. Spasti. So, gibt's noch irgendwas, was ich machen will? Ich nehme gerade mal 27 Minuten auf. Ist halt ein bisschen wenig. Sorry, ich noch ein bisschen gegen Lexus. Oh, Level 40, das wird die nächste Herausforderung, geil. Alexis, my Alexis, you don't realize you love me yet. Can I defeat you in a duel? You will. Why are you always hanging around me? If it's because you want a duel, just say so. Don't be such a creeper. Duel! My turn. Here we go. I summon a monster in attack position. I'll end my turn. Natürlich, lass mal. From my hand, I activate a continuous spell. Jetzt haben wir uns auf den und beende mal zu. Here I go. My turn. I draw. Flutter to the field, Cyber Petite Angel. Oh, scheiße. Cyber Petite Angel's effect activates. Dann kann sie jetzt eine Cyber Ritual Karte holen. Also entweder ein Maschinenengel Ritual oder ein Ritual Monster. Oh nein, direkter Angriff mit 300 Lebenspunkten. That's nothing. That's nothing. You'll regret those moves. I draw. Okay. Okay, wie fange ich an? Muss ich ihn aufhalten? Ich glaube, ich spiele den Angriffsmodus. Gehe wieder in den Effekt vom Weltraum und höre meine Angriffspunkte um 400. Ich dann mit den Elfenzwillingen an. Und beende mein Zug. Der Grund, warum ich Natur der Erdbeere beschworen habe, weiß er. Der 6 Sterne.
mehr. Cyber Angel Edatin's effect activates. In a duel, I always give it my all. I'll change the scenery by activating the field spell, Ritual Sanctuary. Jump on in, Cyber Gymnast. Ah, diese Foot. So. Au. Hat der Maul. Muss das aber schon töten, weil der hat eben den Effekt, dass er mich hat, der erst mal ein Monster töten kann. Das ist ein bisschen unlucky. Wenn ich ihn am Leben lasse, das ist halt nicht nur unlucky, sondern dumm. Bringt dir leider nichts. Sakini. Here I go. You're finished. My monster attacks. You fool. I flip over my face down card. I activate a quick play spell. Oh, yeah? I'll end my turn. Looks like you have a teensy weensy bit of skill. My turn. Oh, I draw. Okay, wie viele Maschen? Hat die einen Effekt? Falls diese Karte einen Friedhof Monster durch Kampf zerstören. Ich habe ein paar Mädchen mit schönen Angriffsmodus. Hat der Maul-Schess. Hallo. Hat nicht den Effekt? Darf damit jetzt eine Karte auf dem Spielfeld zerstören, zerstöre welche die Daten. Und mach jetzt 1000 Damage. Gut. Doch. Achso, das geht ja auch. Oh. Ich hab verloren von Nati. das ist ein Shotblade. Here I go. Let's battle. Sorry, not sorry. My monster attacks you directly. My skill's broken. My heart's broken too. Sigh. Sorry, Chazanova. Wanna know who I love? I'm in love. With dueling. Lame. Ich hätte nie gebannt. Ja. Ja. Hi. Ich spiele den Spiel aktiv und bin jetzt nicht da. Ja, schade eigentlich.
Einfach alle kicken, beziehungsweise sperren. Das ist, was man machen sollte bei solchen Fällen. Also eigentlich alle, die im Globalstadt irgendwie aktiv sind, um etwas zu machen. Na, ich sag das was mit der ersten Folge. Tschüss, ich spaß dich.